Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Ghost Recon Breakpoint. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Verdächtiges Geräusch, Hubschrauber und Blow. Oh, mal schöner Sonnenaufgang. Ich werde das mal hier drüber hinwegfliegen und uns das mal kurz anschauen. Okay, das ist entwickelt sich hier wieder zu einer größeren Geschichte. Ja, wir sollen den Büroleiter finden. Alter, was ist das für dämliche Aufgaben, ey. So, übliches Spiel. Drohne raus, alle nach und nach ausschalten. Auto. Security Bot. Ein bisschen an Watch Dogs 2. Drohne. Ja, ist irgendwie immer auch wieder das Gleiche. Wenn man überlegt, ich mache hier keine Nebenmissionen oder so, ich mache hier nur Hauptkampagne gerade. Die zwei Raketentypen auf dem Dach müssen wir mal als erstes uns holen. Hinter mir. Ach, shit, hier unten. Ich hab getroffen! Ich dich auch. Kontakt! Alter, wie viel. Ach, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Warum machen die das denn? So mir Mühe gegeben, das jetzt mal richtig zu machen. Drohne. Warum sind die schon wieder so negativ eingestellt? Tötet alles, was sich bewegt. Die Fresse. Ihr seid alle Opfer. Wisst es nur noch nicht. Hm, cool. Trifft mich doch eine Wand. Manchmal, aber nur manchmal,
Es ist immer noch sehr lächerlich. Geh mal weg, ich muss an die Kiste hier ran. Ach, vergessen Timer anzumachen, egal. So, da drüben sind noch Aufklärungsinformationen. So müsste ich hier schon wieder entdecken. Ja, was man eben so neben den Getränkeautomaten stellt, eine Kiste mit Waffen. Oder Schuhen. Ich habe übrigens jetzt auch endlich eine blaue Hut bekommen. Nein. Sentinel Corps, sicher im Trend. Okay, weiter geht's. Dann steht auch wieder ein Heli. Den können wir dann uns nachher krallen. Oder ist es nicht unser? Weiß es gerade nicht. Da ist noch irgendwas nicht aufgedeckt. Was schießt ihr denn? Ah. Müsst doch schon auf mich schießen, ey. Mäuschens. Okay, hab ich. Und du? Welche Linie? Die schlanke? Wen nennst du hier Hurensohn, ne? Und vor allem, wen nennst du hier Dick? 516. Oh, da ist wieder. Gleich auswählen, ey. Oh, wir haben alles auf Blau. Mal Zeit, dass wir was Lilanes finden. Einsatzziel abgeschlossen. Sehen Sie nicht? Ich hab zu tun. Der etwa wegrennt, der Büroleiter? Da steht fangen. So, hab dich. Bitte, tun Sie mir nichts. Helfen Sie mir und Ihnen passiert nichts. Ich muss irgendwie in Herzogs Gefängnis kommen. Ich ertrag das nicht mehr.
Herzog bringt mich um, wenn ich ihnen helfe. Denken Sie an die Leute, die sie da drin gefoltert hat. Leute, die für sie arbeiten. Ihre Freunde. Es ist ihre Chance, das zu beenden. Okay. Ich sag Ihnen, wie Sie da reinkommen, aber mehr nicht. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Mehr verlange ich gar nicht. Ich erwarte doch nicht das Mist. Okay. Zuerst müssen Sie das optische Kabel im Nebengebäude durchtrennen. Dann müssen Sie eine neue ID erstellen, um okay. durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Im Kontrollraum gibt es einen biometrischen Scanner. Da müssen Sie Ihre Hand scannen. Danach müssen Sie die Antenne auf dem Dach hacken, um Ihre neue ID an die Server im Gefängnis zu schicken. Dann, und nur dann, können Sie das Gefängnis betreten. Danke, das weiß ich zu schätzen. So, Ernst. 1, 2, 3. Ist das euer fucking Ernst? Das war alles. Danke und bis bald. Das habe ich doch schon angeheftet. Guck mal hier. Können meine hübschere Mütze. Wir können mal gucken, ob wir. Naja, wir haben was, wir haben neue Klamotten. Nee, aber der Helm ist schon ganz cool. Westentechnisch. Da sind ja Skins hier. Handschuhe. Hose. So, Oberteile. Oh, da haben wir noch gar nichts freigeschaltet. Okay. Ja, das kann ja was werden. Optische Kabel durchtrennen, irgendwas scannen, irgendwas erobern. Ja, wäre ja auch sonst langweilig. Links da. Das sieht ja sehr interessant aus. Sieht aus wie Hydrogärten oder sowas.
Was zum Teufel ist das? Sehr seltsam. Angriffsgebiet. Okay. Okay, ich lande mal. Komm mal hier oben. Schauen wir das mal von oben an. Hat mich schon wieder angemäht. Hier ist jetzt bestimmt was Lilanes dran, das weiß ich. Oder auch nicht. Was sind wir eigentlich jetzt mittlerweile für ein Ausrüstungslevel? Schon 61, krass. 62, noch krasser. Noch krasser. Hat hier irgendwas auf Ausrüstung zu gehen oder so, macht das im Moment überhaupt keinen Sinn. Aber immer das Beste anziehen, damit man noch besseren Stuff findet. Ein Widder. Okay. Ich hab's falsche Taste gedrückt. Ist egal. Oh, machen wir schon mal einen Sniper. Machen wir noch einen Sniper. Warte, ich hab's Gefühl, ich bin besoffen. Kommandant. Schütze. Heavy, noch ein Heavy. Er schleicht da so durch Nacht und Wind, das ist der Heavy mit seinem Kind. Dann auch erstmal wieder Sniper ausschalten. Da ist da irgendwo was. Ist nicht. Finde. Raus hier. Obwohl, können wir auch aufgeben. So, Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Nummer 2. Wäre schön, wenn sie es nicht bewegen würden. Okay, was kann man denn noch so wegsnipern?
Scheiße. Ey, sag mal, jetzt. So, jetzt soll ich mich erstmal wieder beruhigen. Lad mal nach. Guck mal, ob ich zwischendurch immer noch welche. Ich von hier aus nicht weg. Sagen. Total wachsam. Wenn ich noch wachsamer wäre, wäre ich ja total unwachsam. So, da oben ist noch einer. Ja, das Problem ist. Was? Ich habe ihm gedacht, wenn ich auf den Rucksack schieße. Dass er dann explodiert oder so. Language. War ja noch was. Da war ja noch der Granatschütze da oben. Den habe ich total vergessen. Ah ne, das ist gar kein Granatschutz, das ist dieses Ding da oben. Irgendeine Sache habe ich schon erledigt, ohne dass ich es mitbekommen habe. Da waren ja erst drei. Was trinken. Können wir die Flasche hier mitnehmen? Ich wäre ja von dem Ding weggegangen. Aber, na gut.
Muss man ja nicht. Also Informationen da unten. Wo ist denn diese auch noch eine Kiste? Da unten. Angriffshandschuhe. War gut gemacht mit dem Snipen. Wie gesagt, mit dem Heavy. Ich wollte gucken, ob der vielleicht irgendwie explodiert, wenn ich auf den Tornister hinten schieße, aber naja. Also jetzt wird es aber hier gefährlich. Na, wie geht's? Ich könnte Ihre Hilfe brauchen, um diesen Ort zu finden. Ich weiß, wo Sie sich umsehen könnten. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Oh. Da sind ja viele Kisten. Das ist Geld. Geldcredits. Es lohnt sich einfach nichts damit zu kaufen, weil kurz darauf findest du was Besseres. Bestes wirklich, wenn du die Dinger sparst. Die Waffe, die ich mir das letzte Mal gekauft habe, habe ich kurz darauf eine bessere Waffe gefunden. Ach, da oben. Ach, mein Endgegner. Leitern. Ja, Waffenteile oder so kriege ich da kaum noch. Was hatten wir eigentlich klamottenmäßig gefunden? Neue Stiefel. Ja, also langsam könnte es mal lila werden. Hat auf die Ausrüstungsboost achte ich gerade im Moment auch nicht. MG. Irgendwas noch? Sehe ich noch irgendwas auf der Minimap? Nee. Ansatzziel abgeschlossen. Schützen Sie die Antenne. Oh. Er kommt hoch, meistens. Kann ja hier.
Einen? Okay, sie kommen mit einem Heli. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, sie gehen auch wieder mit dem Heli. Alle hochkommen, ne? Willst du mir das Händchen reichen? Ich werde dich umlegen. Wir können mal als Zweitwaffe Shotgun. Komm, ja. Sollen sie alle herkommen? Leicht verletzt. Oh nice, wir haben den Fertigkeitspunkt, den ich brauche für MK1, MK2. Also wir müssen noch beschützen. Aber wir gucken ja trotzdem schon mal. Ich will nämlich, wie gesagt. Dann haben wir nämlich jetzt MK2 und dann können wir nämlich. Nehmen wir mal als Beispiel das Gewehr. Gunsmith. Was ist schon MK2? Wir werden automatisch alle Waffen. Okay. Cool. Mir echt so schlechten Stuff vorbeigebracht. Nicht nett. Das ist aber nicht nett. So, wie lange dauert es noch? 10 Sekunden. Alles ist abgeschlossen. Der Handabdruck ist nun im biometrischen System. Okay, cool. Karl sprechen. Aber wie kommt mir das Ganze gerade im Moment extremst easy vor? Heli nicht auf beiden Seiten Sticks zum Fliehen. Just saying.
Oh, schön Fuhrpark hier. Ich dachte, der wäre hier drin. Ne, der ist da drin. Cool. Ich habe den Handabdruck und die Codes von Kent. Sind Sie bereit? Oh, Mann. Ohne Sie kann ich das nicht durchziehen, Carl. Ihre Freunde brauchen Sie. Ja, ja. Okay, ich besorge ein Transportmittel. Ihre Freunde und ich treffen Sie dann vor dem Gefängnis. Und Carl? Das tötet Menschen. Ja? Sie machen das schon. Aber nicht mehr heute. Gut, meine Lieben, aber wie gesagt, das mache ich nicht mehr heute. Ich muss ja nicht jeden Tag eine Dreiviertelstunde bringen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir doch in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Ghost Recon Breakpoint hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao.